Unser Salzkammergut war in diesem Jahre ausersehen, Treffpunkt der Pfadfinder aus aller Welt zu werden. 18.000 Jünglinge und Männer sind zusammengeströmt, um das 7. Weltjamboree abzuhalten und Zeugnis zu geben von weltumspannender Freundschaft unter den Völkern. Freundschaft ohne Unterschied der Nation, der Rasse und der Konfession. Die Pfadfinderbewegung wurde von Lord Baden-Powell of Stillwell ins Leben gerufen und kann auf die stattliche Zeit von 43 Jahren zurückblicken. 5 Millionen Buben und Männer gehören ihr an. Buben und Männer aus allen Berufen, aus allen Schichten. Da ist die Jugend der Welt. Die Jugend von 42 Nationen. Sie kamen aus Großbritannien, aus Frankreich und Deutschland, aus der Schweiz wie aus Schweden, aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Südafrika, aus Brasilien und Kuba, aus Griechenland und Hongkong, aus Indien, Ceylon und vom Libanon. Alle feiern sie in Freundschaft und Eintracht. Ihr 7. Jamboree, und diesmal in Österreich. Jamboree ist ein indianisches Wort und bedeutet Jahrmarkt oder geselliges Beisammensein. Im fröhlichen Wettbewerb werden in 8 Minuten 7 Türme auf dem Festplatz errichtet, die den Marksteinen in der Geschichte der Pfadfinderbewegung, den Weltjamborees von London, Kopenhagen, Birkenhead in England, Gödele in Ungarn, Vogelsang in Holland, Moisson in Frankreich und Bad Isch in Österreich gewidmet sind. Ihr habt nun 7 Türme errichtet. Und das ist das 7. Jamboree, zu dem ihr gekommen seid. I declare the 7th World Jamboree open and wish you good scouting and good camping. Je déclare le 7th Jamboree ouvert. Ich erkläre das Welt Jamboree, das 7. für eröffnet. Trompete ruft zu neuem Tagewerk. Raus aus den Schlafsäcken und hinein ins kühle, klare Wasser des nahen Baches. Sauberkeit. Sauberkeit des Körpers und der Seele ist eines der wichtigen Gesetze des Pfadfindertums. Ordnungsliebe, Disziplin und fester Charakter, die grundlegenden Eigenschaften eines wertvollen Staatsbürgers, sind das Ziel seiner Erziehung. Im großen Jamboree-Lager ist Platz für alle Glaubensbekenntnisse. Und der Gottesdienst am Wochenende eine Verpflichtung, der sich kein Kinder entzieht. Thank you.
Ein junger Mensch wird Pfadfinder. Weißt du, was deine Ehre bedeutet? Ja, sie bedeutet, dass ich als guter und ordentlicher Mensch gelten darf. Nun versprich mir bei deiner Ehre, dass du dein Bestes tun willst, Gott, dem Vaterland zu dienen, jederzeit und allen Menschen zu helfen und dem Pfadfindergesetz zu gehorchen. Ich verspreche bei meiner Ehre, dass ich mein Bestes tun will, Gott und dem Vaterlande zu dienen, jederzeit und allen Menschen zu helfen und dem Pfadfindergesetz zu gehorchen. Ich verlasse mich auf deine Ehre. Du bist das Mitglied der großen Weltpfadfinderbewegung. Der Knoten im Halstuch, der morgens geknüpft wird, darf am Abend nur nach Vollbringung einer guten Tat gelöst werden. Und 10 Punkte eines Gesetzes sind es, welche die Grundlage für das Leben eines braven Pfadfinders bilden. Der Pfadfinder hilft, wo er nur kann. Sein Wort ist wahr und er ist treu. Er ist ein guter Kamerad. Der Pfadfinder ist höflich und ritterlich. Gehorsam und Tapferkeit stehen auf seinem Panier. Er überwindet schlechte Laune, die jeden Menschen manchmal befällt. Arbeitsfreudigkeit und Genügsamkeit sind ihm anerzogen. Er schützt Tiere und Pflanzen. Der Pfadfinder hält sich rein in Gedanken, Wort und Tat. Das ist das Gesetz, in dessen Befolgung sich jene Taten finden, die auszuführen Pflicht, aber auch Bedürfnis eines jeden Pfadfinders sein müssen. Die gute Tat muss dem Pfadfinder zur zweiten Natur werden. Das Pfadfindertum wird nicht zwischen den Wänden eines Klassenzimmers gelehrt, sondern draußen in der freien Natur erlebt. Auf den selbst errichteten Herden kochen die Buben das Essen und es ist der Ehrgeiz des jungen Koches, seine Kameraden mit einer guten Mahlzeit zufriedenzustellen. Anders dröhnen der Motoren und den Pfadfinder an den Ohren und die Nächte gut. Die Amerikaner haben ihre eigene Spezialmethode, das Kochen auf Charcoal. Diese Holzkohlenbriketts geben rasch eine sehr starke Glut und in 5 Minuten sind die Speisen fertig. Die Tiroler haben ihre Speckknödel gekocht und zum Essen die Pakistaner eingeladen. Die sind ihrerseits natürlich auch mit der Nationalspeise gekommen. Den Tirolern schmeckt das pakistanische Gericht ebenso wie den Pakistanern die Speckknödel. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dann sagt man eben wirklich Samos. Maultrommel, das Wahrzeichen des österreichischen Jamboards. Ein Instrument, mit dem die alpenländischen Burschen ihr Mädchen bezaubern. Besuchstag im Lager. Wie viele Fragen muss der Pfadfinder dann nicht beantworten? Was bedeutet denn das? Ja, das ist der Tempel unserer Patrouille. Der Name der Patrouille heißt Reh. Dann haben wir auch einen Patrouillenruf. Der heißt Ewe. Dankeschön. Das Abzeichen für Schwimmen, für Kochen, für Signalisieren und der ist ein Dolmetsch. Ein Pfadfinder erster Klasse. Das sind so die Fragen, die immer wieder gestellt und immer wieder höflich beantwortet werden. Dem Pfadfinder ist es verboten, die öffentliche Fürsorge in Anspruch zu nehmen, ebenso wie ihm das Absammeln von Geld für seine Gruppe nicht gestattet ist. Mit dem Geld muss das Auslangen gefunden werden. Und wenn Eiscreme und Coca-Cola auch noch so locken, so überwindet sich der junge Mann und kauft lieber einen Ausrüstungsgegenstand, Erinnerung an das schöne Jamboree.